Grüße Leute und willkommen bei Zelda Secrets und meiner Top 10 Zelda-Momente. Heute mit Link's Awakening und dabei sowohl die DX-Version als auch die Ur-Variante. Einfach deswegen, weil bei der Originalversion jede Menge Momente dabei sind, die auf der DX-Variante leider nicht mehr enthalten waren. Platz Nummer 10, das Schwert am Strand. Zu Beginn des Abenteuers wacht Link in einem fremden Haus auf, umgeben von völlig fremden Menschen auf einer ihm völlig unbekannten Insel. Zudem hat ihn das Meer all seine Ausrüstungsgegenstände genommen, mit denen er normalerweise seine Abenteuer bestreitet. Doch schon nach kurzem Gespräch haben wir unser Schild wieder und können uns damit an den Strand machen, wo angeblich ein Schwert gesehen wurde. Und nachdem wir uns an einigen Seeigeln vorbeigekämpft haben, finden wir tatsächlich unser Schwert. Das Besondere an diesem Moment ist der musikalische Umschwung. Auf dem Weg zum Strand wird das Thema der Insel Kokolind gespielt. Doch schon, nachdem wir das Schwert ergriffen haben und nach einem kurzen Schwung, ertönt das altbekannte Zelda-Thema. Und nun weiß man, das Abenteuer kann richtig durchstarten. Zudem hat man mit dem Schwert endlich die Gelegenheit, sich an den ganzen dämlichen Seeigeln zu rächen. Platz Nummer 9, die Ballade des Windfisches. Link muss, um von der Insel Kokolind zu entkommen und Hyrule wiederzusehen, mehrere Musikinstrumente finden. Erst wenn er alle Instrumente zusammen hat, kann er eine geheimnisvolle Melodie spielen, um ein gottähnliches Wesen, genannt der Windfisch, zu wecken. Und nur so ist es ihm möglich, die Insel zu verlassen. Das erste Instrument, was man auch im ersten Tempel, dem Wurmpalast, findet, ist die Muschelgeige. Und wenn man sie aufnimmt, gibt sie eine kurze Kostprobe ihrer musikalischen Kraft. Und dies wiederum steht stellvertretend für alle anderen Musikinstrumente, die alle zusammen die wunderschöne Ballade des Windfisches ergeben. Dieses Lied ist wohl einer der besten Retro-Pixel-MIDI-Songs aller Zeiten. Und jedes Mal, wenn man ein Dungeon abgeschlossen hatte und eine andere Version dieses Liedes durch ein anderes Instrument kennengelernt hatte, war dies einfach ein großartiger Moment. Vor allen Dingen dann, wenn alle Instrumente vereint spielten. Platz Nummer 8, das Muschelschwert. Was? Schon wieder ein Schwert? Okay, gut, klingt im ersten Moment wie Platz Nummer 10, aber das hier ist etwas gänzlich anderes. Denn in ganz Link's Awakening sind jede Menge Muscheln versteckt, einfach überall. Und manchmal gar nicht so leicht versteckt. Und wenn man einige davon gefunden hat, bekommt man eine Belohnung. Findet man alle, bekommt man das Muschelschwert. Dies ist quasi das Äquivalent zum Master Sword, bloß halt auf Insel Kokolind, denn es kann auch schießen. So wie eben, naja, wie schon gesagt, das Master Sword. Das wirklich Besondere an diesem Moment ist einfach die großartige Belohnung und dass man überhaupt belohnt wird, dass man alle Muscheln endlich gefunden hat und das Sammeln sich gelohnt hat. Und seien wir mal ehrlich, ein neues Schwert ist in jedem Zelda eine besondere Belohnung. Na gut, außer vielleicht in Breath of the Wild. Da hat man mehr als genug Waffen. Platz Nummer 7, Marin und das Walross. Irgendwann im Laufe des großen Abenteuers versperrt ein großes Walross Link den Weg und er hat keine Möglichkeiten an diesen vorbeizukommen. Es sei denn, er schafft es, dieses zu wecken. Na, wer denkt da gerade an Pokémon? Denn auch da gab es das Relaxo, was den Weg versperrte und nur mit der Pokeflöte geweckt werden konnte. Übrigens erschien Link's Awakening weit vor Pokémon Rot und Blau, also nur wegen der Frage, wer von wem abgeguckt hat. Doch in diesem Fall haben wir keine Pokeflöte dabei und bitten daher Marin, das Walross zu wecken. Marin ist übrigens das Mädchen, was Link am Strand gefunden hat und ihn sogar in ihr Haus übernachten lassen hat. Und sie und ihre Zauberstimme sind nun die einzigsten, die das Walross wecken können. Also nach einem kurzen Überzeugungsgespräch geht es quer einmal durch die ganze Insel auf zum Walross. Das Witzige daran ist, dass man Marin als Item behandelt. Man hebt sie einmal an, als hätte man gerade den Bungerang oder sonst da was gekriegt. Und zudem ist man immer darauf bedacht, sie zu beschützen, damit ihr auf dem Weg zum Walross nichts passiert. Am Ende wird man dann mit einer netten, kleinen und lustigen Zwischensequenz belohnt. Und man stellt sich die Frage, warum sie einen nicht noch ein bisschen länger begleitet hat, denn für mich war sie immer einer der besten Begleiter in der ganzen Serie. Verdammter Hase, der sie am Ende mitnimmt. So würde sich sicher heutzutage kein Mädel mehr entscheiden. Wer weiß, vielleicht hätte Link in seiner Link to the Past Hasenform mehr Chancen bei ihr gehabt. Platz Nummer 6, die Abenteuer um den Maskentempel.
Um den eigentlichen Massentempel zu erreichen, der übrigens einer der besten Scientists in Dungeons in ganz Zelda ist, muss man zunächst den Schlüssel für ihn besorgen. Dieser wiederum versteckt sich in einem anderen älteren Tempel. Und nach einem kurzen Kampf mit dem Bewacher des Schlüssels halten wir diesen auch in den Händen. Doch viel interessanter ist die Geschichte, die hinten an der Wand des letzten Raumes geschrieben steht. Dort bekommt man ein Riesenstückchen Story vor die Füße geworfen und hat dabei einen kleinen What the fuck Moment. Denn tatsächlich ist die Insel, auf der Link festsitzt, gar keine Insel. Keiner der Tiere, Menschen oder Monster, die ihm begegnen, existiert real. Er selbst ist gefangen in den Traum des Windfisches, was bedeutet, sollte er diesen wecken, verschwindet auch die ganze Insel und jedes Monster, jede Person und jedes Tier auf dieser Insel. Und in diesem Moment fragst du dich wirklich, ob du das möchtest, die ganzen netten Personen, die du kennengelernt hast, einfach verschwinden zu lassen, damit du am Ende wieder Hyrule erreichen kannst. Definitiv einer der stärksten Twists in der ganzen Serie. Platz Nummer 5, Zauberpulver. In Zelda ist ja im Normalfall alles Political Correctness, aber hier hatte man mal eine kleine Ausnahme gemacht. Das heißt zumindest in der Originalversion, in der DX-Variante hat man diese kleinen netten Gags leider rausgeschnitten. Doch um was geht es eigentlich? Geben wir der alten Hexe im Wald eine stinkende Morchel, macht sie uns daraus ein mächtiges Zauberpulver. Mit diesem können wir allerlei komische und nützliche Dinge machen, wie zum Beispiel verfluchte Menschen wieder zurück zu verwandeln oder die lustigen Bassplops, ja, die heißen wirklich so, zu verwandeln, damit wir sie endlich mit dem Schwert killen können, ohne Elektroschläge zu kriegen. Das Witzige dabei ist, nachdem man sie gepudert hat, kann man auch mit ihnen reden und was sie von sich geben ist, nun ja. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Nie ohne Kondom. Irgendwelche Sorgen, Nöte oder Probleme? Stop the war! Give peace a chance! Gerade aus heutiger Sicht wirken solche Sätze in Zelda doch recht befremdlich. Gerade Kondome und Säfte, körperlicherseits, also wenn ihr wisst, was ich meine. Aber genau deswegen vergisst man solch einen Moment nicht so schnell und bleibt definitiv im Kopf hängen. Denn im ersten Moment fragt man sich, hä, habe ich das jetzt wirklich richtig gelesen? Ach ja, übrigens, leider fangen die anderen Kreaturen der Insel nicht an zu reden, wenn man sie mit Zauberpulver besprüht. Schade eigentlich, da wäre noch genug Potenzial für dumme Sprüche übrig. Hast du mal einen Euro? Waschen, nicht kratzen. Zu dir oder zu mir? Platz Nummer 4, die Nixe und ihre Schuppe. Und noch so ein Top-Moment, der leider nicht in der DX-Version enthalten ist oder auf jeden Fall ziemlich entschärft. In einem ziemlich abgedrehten Tauschspiel muss Link Gegenstände mit den Bewohnern der Insel tauschen, bis er am Ende eine kleine Belohnung kriegt. So bekommt zum Beispiel der Ketten-Mini-Hund eine Schleife für sein Style, er gibt dir dafür Hundefutter, was wieder das Krokodil ganz toll findet, was dir dafür Bananen gibt und so weiter und so fort. Und im Laufe dieser Tauschquest trifft man auch auf eine Nixe, die ihr Bikini-Oberteil verloren hat und nun etwas barbusig durch die Meere schwimmt. Und als echter Gentleman, wie Link es nun mal ist, möchte er ihr helfen, indem er sie anlächzt und runtertaucht, um mehr zu sehen? Link, was ist mit dir los? Ja, dieses Mal ist Link wohl etwas eigennütziger und man stellt fest, dass er eben auch nur ein Mann ist. Diese Szenen waren leider Nintendo später viel zu anzüglich, also haben sie in der DX-Variante die ganze Sache etwas entschärft. So sucht dort die Nixe leider nicht mehr ihr Bikini-Oberteil, sondern nur ihre Perlenkette und taucht Link unter, sagt sie ihm nur, da hat sie schon gesucht. Doch alle, die das Original gezockt haben, wissen, was die Wahrheit ist und dass Link ein kleiner Perverser ist. Platz Nummer 3, sei ein Dieb. In Link's Awakening kann Link klauen. Gut, so neu ist das eigentlich gar nicht. Im Normalfall geht ja Link eh in jedes Haus und nimmt sich, was ihm passt. Oder quält Tiere oder zerstört alles in seiner Umgebung. Doch hier wird es diesmal auch als Diebstahl bezeichnet und Link bekommt eine entsprechende Strafe, wenn er den Laden wieder betritt. Den Tod! Tja, und da sagt man nochmal, dass Videospiele keine Moral haben. Definitiv ein absoluter Top-Moment. Übrigens wird Link nach dieser Aktion von jedem auf der Insel nur noch Dieb genannt. Auch ein sehr nettes Detail. Platz Nummer 2, Marin am Strand. Romantiker, aufgepasst, dies ist wohl einer der atmosphärischsten Szenen im ganzen Spiel, vielleicht sogar in der ganzen Zelda-Serie. Es ist unglaublich, wie durch die Musik und den Soundeinsatz diese Szene unterstrichen wird und wie der kleine Gameboy es schafft, wirklich Gefühle rüberzubringen. Link trifft Marin am Strand, unterhält sich mit ihr über die Zeit auf der Insel und wie es nun weitergehen soll und was eigentlich sein Ziel ist. Und innerhalb dieser Szene wird den Charakteren ziemlich viel Tiefe mitgegeben. Auch das macht es wiederum schwerer, die Insel verlassen zu wollen, die sich dann in Luft auflöst. Die meisten Leute, die damals Link's Awakening gespielt haben, waren sauer, dass Zelda keinen Auftritt hatte oder zumindest enttäuscht, bis zu dieser Szene. Denn hier wurde klar, dass eine gute, romantische Geschichte in Zelda auch ohne unsere Lieblingsprinzessin erzählt werden kann.
Dass ich diesen Moment sehr zu schätzen weiß, merkt man vor allem daran, dass ich sie oft bei meinen Hyrule Stories als Abspann benutze. Ich weiß natürlich nicht, wie die Szene heute wirkt auf Leute, die den Titel jetzt nachholen. Für mich ist es aber definitiv mein Platz Nummer 2 in Link's Awakening. Platz Nummer 1, das Erwachen. Und damit ist das Erwachen des Windfisches gemeint und das Ende von der Insel Kokolind. Oder auch das Erwachen von Link, denn genau weiß man das nicht. Link erwacht und hält sich an den abgebrochenen Mast seines Bootes fest. Hat er alles nur geträumt oder ist das wirklich passiert? Heißt der Titel deswegen Link's Awakening? Auf jeden Fall ist die komplette Insel verschwunden mit all den netten Menschen, die man dort kennengelernt hat. Und man ist gleichzeitig stolz, es geschafft zu haben und auf der anderen Seite todtraurig, dass die ganzen Charaktere einfach verschwunden sind. Ein absolut grandios gestaltetes Ende. In einer kurzen Sequenz wird die ganze Insel nochmal gezeigt, wie sie sich langsam auflöst und die einzelnen Leute darin. Und dazu wird die wunderschöne Ballade des Windfisches gespielt. Für Gameboy-Verhältnisse ist diese Szene absolut top inszeniert und schlägt wahrscheinlich alles andere auf den Gameboy in dieser Art. Aber auch schon davor gibt sich das Spiel ordentlich Mühe, Atmosphäre aufzubauen. Zunächst spielen nochmal alle Instrumente gleichzeitig, bevor es in einen großen und spannenden Endgegnerkampf geht. Nur um am Ende auf den wunderschönen und geheimnisvollen Windfisch zu treffen. Der übrigens ein Wal ist und Wale sind keine Fische, aber das nun mal nebenbei. Übrigens möchte ich euch das komplette Ende hier nicht spoilern. Vielleicht möchte den Titel irgendjemand mal noch irgendwann zocken. Aber so viel sei verraten, es wird euch nochmal ein kleines Lächeln auf die Lippen zaubern. Mein Top-Moment in Link's Awakening, das Erwachen. Das war's heute wieder mit Zelda Secrets und meine Top-Momente im Zelda-Universum. Heute Link's Awakening. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video und wir sehen uns vielleicht beim nächsten wieder. Also bis die Tage und ciao.